Zurück auf dem Stream von Chaoszone TV und hier gibt es gleich den nächsten Vortrag. Fragen könnt ihr wie üblich auf Twitter, Mastodon und im IRC stellen. Wenn ihr sucht, wie das geht, dann geht das einfach auf der streaming.media.ccc.de Seite, dort den Kanal Chaoszone und dann unter dem Video gibt es einen Reiter Chat und dort findet ihr alle Details. Genau, und der nächste Vortrag wird auf Deutsch sein. Ich weiß nicht, ob es eine englische Übersetzung gibt. Das werden wir sehen. Und er lautet: Basteln im Lockdown, Gigatron, ein Computer ohne CPU. Viel Spaß mit Little Alex und vielleicht auch mit Martin. Mal sehen. Bis dann. Wir wollen heute mal über den Gigatron sprechen. Das ist ein kleines Projekt, wo ich zufällig drauf gestoßen bin. Das ist der Martin, ich bin der Alexander. Wir kommen beide aus dem Hateotu im Vogtland und sind schon seit Jahren Member der Chaoszone und wollen jetzt mal präsentieren, was wir so im Lockdown gemacht haben. Ich habe, befasse mich schon seit Jahren mit viel mit alten Computern und irgendwann bin ich dann auch mal dazu gekommen zu sagen, jetzt möchte ich mal verstehen, wie die wirklich ganz tief in der Hardware funktionieren und bin so auf diverse Projekte gestoßen, wo Leute Computer der 70er nachgebaut haben mit TDL-Schaltkreisen. Hab dann angefangen, auf dem Breadboard selbst ein paar Sachen zusammenzustecken und dann im Frühjahr habe ich dann entdeckt, dass es ein Projekt gibt, wo Leute schon mal einen fertigen Computer gebaut haben. Leider war einer der beiden Entwickler zu dem Zeitpunkt schon verstorben und die Kits, die die verkauft haben, mit denen man das selber bauen kann, sind leider nicht mehr erhältlich. Und dann habe ich mich hingestellt und habe gesagt, das stelle ich mir selber zusammen, das sind alles Standardbauteile. Und dann haben wir mal angefangen. Und dann haben wir jeder einen davon gebaut. Ja, was ist der Gigatron? Genau, skippen wir das mal. Genau, also Alex hat ja schon gesagt, der Gigatron ist aus TTL-Standardkomponenten zusammengebaut und ist dadurch praktisch ein Computer, der keinen Mikroprozessor hat, sondern eben bloß einzelne Standardkomponenten, die da drin stecken. Hat natürlich auch eine eigene Projektseite, gigatron.io, und jetzt da drüben auf dem Bild sieht man auch die Abbildung von dem Gigatron. Ja. Und hier unten auf dem Tisch steht auch mal einmal zusammengebaut. So. Genau, der Gigatron wurde von Marcel van Kerfnick und Walter Belgers entwickelt. Und von Anfang 2008 bis Mitte 2020 gab es eben die Bausätze. Wie Alex schon erzählt hat, wurden dann die Bausätze eingestellt. Glücklicherweise ist er aber auch seit Mitte 2020 vollständig offen. Das bedeutet, der Quellcode, die Schaltpläne und die PCB-Layouts lagen vorher schon vor. Und Mitte 2020 wurden dann auch das Handbuch und die Bestückungsliste veröffentlicht. Und dadurch war es jetzt auch kein so großer Aufwand, den Gigatron nachzubauen. Also das ist, wenn man den Aufwand annimmt, ist das wunderbar als Wochenendprojekt geeignet. Es ist auch jetzt nicht so schwierig zu löten. Jemand, der Löterfahrung hat, wird das hinbekommen. Für Anfänger nicht geeignet, würde ich jetzt so zusammenfassen. Kostenpunkt, schwer zu sagen, was an Teilen. Ich hatte halt viel da liegen, deswegen war das nicht so. Also deutlich unter 100 Euro. Ich schätze mal, die Bauteile waren um die 50 und dann zusätzlich eben noch die Platine und die Plexiglasscheiben, sofern man die daran bauen möchte. Also Gehäuse muss man sehen, was man baut, genau. Die Platinen, die kann man sich anfertigen lassen. Das Layout ist frei herunterladbar, so habe ich das gemacht, habe dann gleich mehrere bestellt.
Mitunter findet man die auch beim Online-Versteigerungshaus der Wahl. Da haben Leute dann mal 10 Stück machen lassen und geben die dann dort ab. Muss man halt sehen. Ich habe die direkt anfertigen lassen, war überhaupt kein Problem. Die sind relativ einfach gestaltet, also das sollte jeder Auftragsfertiger hinbekommen. Ja. Gut. Dann kurz was zur technischen Spezifikation. Also die CPU, die hier aus einzelnen Komponenten zusammengebaut ist, ist eine 8-Bit-CPU. Das heißt, in dem konkreten Fall, der Bus ist eben 8-Bit breit. Es gibt 8-Bit für Instruktionen, beziehungsweise für zusammengesetzte Instruktionen. Und die Architektur ist eine Harvard-Architektur, was man auch in der Hardware relativ gut sieht. Aus dem Grund, dass es da einen EEPROM gibt, das ist diese Komponente, auf dem das Programm läuft, und einen SRAM, das ist die Komponente hier, auf dem praktisch dann die Daten zur Laufzeit gespeichert werden. Und das ist ja genau das, was die Harvard-Architektur ausmacht, dass praktisch Programmspeicher und Datenspeicher fest getrennt sind. Das Ganze lässt sich relativ... Vielleicht sollte man noch dazu sagen, das Ganze ist eine 8-Bit RISC-CPU, also eine relativ einfache CPU, aber letztendlich kann sie pro Takt einen Befehl verarbeiten, was das Ding überraschend performant macht. Genau, das einzige Problem daran ist bloß, dass die Befehle sehr begrenzt sind. Also die CPU kann eben laden und speichern von verschiedenen Stellen, also zum Beispiel von Registern oder aus dem SRAM. Die CPU kann ein paar logische Grundfunktionen, das bedeutet und oder XOR. Und die CPU kann addieren und subtrahieren, und die kann Verzweigungsinstruktionen, also praktisch so Schleifen, Reihschleife, If-Anweisungen und so weiter. Das Problem daran ist, mit diesen 8 Instruktionen programmieren ist relativ schwierig. Also es ist ziemlich, muss man sogar sagen, also es ist möglich, direkt die CPU, falls man das CPU nennt, also das Rechenwerk zu programmieren. Das geht. Es ist halt ganz schön schmerzhaft. Also Spaß macht es nicht. Und es gibt auch meines Wissens nach noch keine Hochsprachen oder ähnliches, die direkt darauf laufen. Oder ist dir was bekannt? Naja, nicht direkt, aber dann über die virtuelle CPU, genau, was jetzt auf der Slide kommt, gibt es dann eine Gigatron-spezifische Sprache. Genau. Ja, genau. So. Also die Lösung, was jetzt hier ist, wenn man eine relativ also schnelle CPU hat, die aber nur wenig kann, der nächste Schritt ist dann darauf, eine virtuelle CPU laufen zu lassen. Also es ist eine in Software emulierte vCPU in 16-Bit. Hier haben wir dann allerdings eine von Neumann-Architektur. Das heißt, wir haben eine auf einer Harvard-Hardware simulierte von Neumann-Architektur laufen in 16-Bit. Und warum kann das eine von Neumann-Architektur sein? Die vCPU läuft halt sozusagen komplett im RAM, und da kann die natürlich darauf zugreifen, wie sie möchte, und dann halt auch, was weiß ich, selbstverändernder Code, was man halt in der von Neumann-Architektur alles machen kann. Genau, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Signale auszugeben. Das können wir vielleicht jetzt mal nochmal zeigen. Mhm. Also es gibt praktisch für die Ausgabe einmal VGA. Das ist halt hier dran. Das kann man dann an einen ganz normalen VGA-Monitor anschließen. Also das, der macht RGB mit 64 Farben. Mhm. Genau, es gibt 3,5 mm Klinke. Das ist hier dran. Eben einfach zum anderen Lautsprecher anschließen. Und es gibt eine seriell angebundene Tastatur bzw. einen Controller. Das ist dann Eingabe allerdings. Genau, und das ist ursprünglich für die NES-Controller gebaut worden. Also, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, gab es eben da gerade NES-Controller in großen Stückzahlen günstig zu erwerben. Und deswegen haben die Gigatron-Entwickler eben dann das auf den Controller ausgelegt. So, und das, also die Idee ist legitim da, wenn man so eine Ein- und Ausgabe hat. Das war ja auch nie wirklich geplant, da ein Produkt draus zu machen, sondern das ist für Experimentieren. Und das serielle Protokoll, was da lief, hat halt funktioniert. Und was aber, wenn man das als echten Computer benutzen möchte, was man haben möchte, ist was anderes als ein Game-Controller. Und deswegen gibt es da mittlerweile das kleine Ding hier.
Das nennt sich Pluggy McPlugface, ist nichts weiter als ein kleiner Atmel, der die das PS2-Protokoll in das serielle Protokoll umsetzt und dann hier dran steckt, wird mit Strom versorgt über den Computer und ja, wird auch als Speicher benutzt, aber das kommen wir dann später nochmal zu. So, um das Ding zu verstehen, muss man natürlich ein bisschen wissen, was binäre Logik ist. Ja, da rennen wir jetzt mal schnell durch, dass wir da so alle auf dem gleichen Stand sind. Genau, also es ist auch davon auszugehen, dass vielen wahrscheinlich die Inhalte von dem Abschnitt hier bereits bekannt sind. Wir haben es aber einfach nochmal mit aufgenommen, um eben, falls es jemand auch noch nicht kennt, das nochmal mit zu erklären. Genau. Also viele Leute sind halt softwarelastig und haben sich nie mit der wirklich grundlegenden Architektur von Computern wirklich befasst. Genau, also es gibt binäre Logik. Da werden praktisch elektrische Potenziale als binäre Zustände 1 oder 0 definiert. Also zum Beispiel 5 Volt entsprechen einer logischen 1 und 0 Volt entsprechen einer logischen 0. Entsprechend könnte man auch sagen, wenn man jetzt eine Spannungsversorgung hat und eine Lampe und zwischendrin einen Schalter, wenn der Schalter geschlossen ist, dann leuchtet die Lampe, das wäre dann der logische Zustand 1. Wenn der Schalter offen ist, leuchtet die Lampe nicht, das wäre dann der logische Zustand 0. Genau, dann gibt es Halbleiterbauelemente, zum Beispiel Dioden. Und das ist ein Bauelement, was Strom in eine Richtung fließen lässt. Da spricht man dann von Durchlassrichtung und in die andere Richtung nicht fließen lässt, das heißt dann Sperrrichtung. Und je nachdem, wie rum man die Diode in den Stromkreis einbaut, also das sieht man dann halt hier an diesem Strich, der da dran ist, dass die halt hier in verschiedene Richtungen eingebaut ist, lässt die in die eine Richtung den Strom durchfließen und das wäre dann praktisch an der Lampe wieder der Zustand logisch 1. Und in die andere Richtung die Diode sperren, das wäre an der Lampe der Zustand logisch 0. Dann gibt es bipolare Transistoren. Das ist ein Bauelement, was Strom in Abhängigkeit von dem Steuerstrom fließen lässt oder sperrt. Allerdings kann dabei der Strom, der fließt, entsprechend höher sein als der Steuerstrom. Ansonsten wäre das auch nicht besonders sinnvoll. Das bedeutet also, Transistoren können Ströme auch verstärken. Und da gibt es 2 Typen von bipolaren Transistoren, und zwar einmal NPN, die leiten beim positiven Steuerstrom, zumindest in binärer Logik, und PNP, die leiten bei einem negativen Steuerstrom. Also Hintergrund ist, die Anordnung der Halbleiterschichten hat man, je nachdem wie die angelegt sind, wie die aufgereiht sind, halt diese Effekte. Es ist für so eine Schaltung eigentlich in dem Sinn egal, ob man die mit NPN oder PNP aufbaut, beides funktioniert. Man muss sich halt bloß auf eine, Logik einigen. Also ob positiv 5 Volt oder was auch immer für eine Spannung ist, 1 ist oder eben Minus. Genau das. Hier haben wir, wenn Transistoren irgendwo sind, NPN. Ja. Genau, und das Ganze sieht dann nochmal so als Schaltzeichen aus. Also da wären jetzt praktisch links die NPN, oder andersrum, links wäre der NPN-Transistor, rechts der PNP-Transistor. Und bei dem linken würde man jetzt eben sehen, wenn der NPN-Transistor gegen Plus geschaltet ist, dann leuchtet die Lampe, also logisch 1. Ist er gegen Minus geschaltet, ist die Lampe aus, logisch 0. Und bei dem PNP-Transistor verhält sich das genau andersrum. Es gibt auch unipolare Transistoren. Generell funktionieren die ähnlich wie die bipolaren Transistoren. Es gibt bloß den Unterschied, dass der unipolare Transistor spannungsgesteuert und nicht stromgesteuert ist. Das bedeutet, der Strom, den der Transistor durchlässt, hängt eben nicht von dem Steuerstrom, sondern von der Steuerspannung ab. Und analog zu den bipolaren Transistoren gibt es auch von den unipolaren wieder 2 Typen. Und zwar gibt es da einmal N-Kanal-Transistoren, die leiten eben bei positiver Steuerspannung. Und P-Kanal-Transistoren, die leiten bei negativer Steuerspannung. Dann gibt es logische Gatter. Durch Verschalten von diesen Bauteilen, die wir da gerade gezeigt haben, oder auch irgendwelchen anderen Bauteilen, lassen sich logische Verknüpfungen abbilden. Und die konkrete Verschaltung hängt dann eben immer von der Technologie zusammen. Also zum Beispiel, um ein logisches Und aus Dioden zu bauen, ist eine andere Schaltung notwendig, logischerweise, als um ein logisches Und aus Transistoren zu bauen. Und Beispiele dafür wären zum Beispiel logisches Rund. Da ist der Ausgang genau dann 1, wenn beide Eingänge auf 1 sind. Dann gibt es ein logisches Oder, da ist der Ausgang 1, wenn entweder der eine oder der andere oder beide Eingänge 1 sind.
Und dann gibt es noch das exklusive oder XOR, da wäre der Ausgang 1, wenn entweder Eingang 1 oder Eingang 2 1 sind, aber nicht beide gleichzeitig. Man könnte auch sagen, wenn die beiden Eingänge unterschiedlich sind. Und es gibt natürlich noch viel mehr logische Verknüpfungen als also, die. Es gibt auch Namen, also nicht und. Also da gibt es sehr, sehr viele verschiedene. Wir haben hier auf dem Gerät auch diverse Standardgatter, die sich aus diesen Sachen zusammensetzen. Man kann auch einzelne Gatter dann weiter zusammenschalten in Flipflops, zum Beispiel als Speicher und so weiter. Also das ist im Prinzip die Grundlage jedes binären Computers. Genau, und was Alex gerade schon gemeint hat, durch Verknüpfen von den Gattern lassen sich eben auch komplexe Zusammenhänge abbilden. Und es können die verschiedensten Dinge sein. Also das können zum Beispiel Flipflops sein, die eben einen Wert speichern, solange bis der Wert gesetzt oder zurückgesetzt wird. Das könnte auch ein Additionswerk sein, was zwei zweistellige binäre Zahlen addiert. Und es würde dann eben zum Beispiel jetzt so aussehen. Genau, das sind eben jetzt einfach bloß Standardgatter, die durch die Zusammenschaltung eine bestimmte komplexe Logik abbilden. Ja, also das sieht man auch hier bei dem Gigatron. Diese Zusammenschaltungen sind im Prinzip seit Jahrzehnten bekannt, kann man im Netz alles Mögliche finden und im Prinzip könnte man sich faktisch jede CPU aus diesen Logikgattern zusammenbauen in jeglicher Komplexität, was man da möchte. Wir zeigen dann auch noch, was da für Sachen drauf sind. In dem Fall hier ist es halt ein 2-Bit-Volladdierer. Es könnten aber auch, was weiß ich für Rechenwerk. Also im Prinzip geht alles über diese Logikgatter abzubilden. Genau, und dann haben wir ja vorhin schon erzählt, dass es generell die Möglichkeit gibt, diese Gatter aus einzelnen elektronischen Komponenten zusammenzubauen. Und da gibt es eben verschiedene Logikklassen. Also jetzt zum Beispiel die Diode-Resistor-Logik würde eben aus Dioden und Widerständen bestehen. Und entsprechend, je nachdem wie man die verschaltet, könnte man jetzt halt ein logisches UND abbilden, indem man das so schaltet wie jetzt hier auf dem linken Bild. Also an dem Ausgang wäre halt genau dann der 5 Volt Spannungspegel oder die Spannung, mit der ich eben die Schaltung betreibe, wenn sowohl am Eingang I1 als auch am Eingang I2 dieser Spannungspegel anliegt. Analog dazu in der rechten Abbildung dann die Oder-Schaltung in Diode-Resistor-Logik. Genau, das Ganze kann man auch als Resistor-Transistor-Logik bauen, dann verwendet man eben Transistoren und Widerstände. Und dann sehen eben die Schaltungen so aus. Ist aber im Endeffekt äquivalent zu der Schaltung aus der Diode-Resistor-Logik. Zumindest von der Funktionsweise her. Also man muss auch dazu sagen, je weiter wir jetzt hier kommen in der Technologie, umso weniger Strom nimmt die auf. Also Dioden-Widerstandslogik fließt halt sehr viel Strom und möchte man auch daraus ein wirklich komplexes Rechenwerk bauen, das ist möglich, aber da braucht man ganz schnell auch ein Kraftwerk. Widerstand-Transistorenlogik ist da schon besser, aber auch hier wird halt Strom gesteuert und entsprechend muss das Ganze dann auch funktionieren. Ansonsten, also mit Strom versorgt werden, sonst funktioniert es nicht. Wir haben hier teilweise Diodenlogik drauf, aber zum großen Teil kommen wir dann ein bisschen später noch drauf auf die CMOS-Logik, die jetzt hier läuft. Genau, der nächste Schritt ist dann die Transistor-Transistor-Logik. Die ist im Endeffekt ähnlich zu der normalen Transistor-Resistor-Logik. Allerdings besteht die Schaltung an der Stelle aus Multi-Emitter-Transistoren. Das bedeutet eben, ein Transistor hat nicht wie auf den letzten Slides genau einen Emitter, sondern der kann eben 2 Emitter oder 3 Emitter oder 4 Emitter haben. Und damit lassen sich eben teilweise logische Verknüpfungen durch einen einzigen Transistor abbilden. Dadurch werden die Schaltungen eben effektiv kleiner und die Stromaufnahme sinkt auch. Genau, und dann gibt es noch die 74.000er Logikfamilie. Das sind logische Standardkomponenten, die bereits auf dem IC gepackt wurden. Genau, und die Logikserie gibt es seit den 70ern, soweit ich weiß. Die geht zurück auf die TTL-Reihe, was 5400 oder war, die dann wirklich eine TTL-Logik war. Die 7400 ist meines Wissens nach größtenteils oder fast ausschließlich CMOS. Und damit ohne großen Stromaufnahme.
Gibt es aber auch verschiedene. Also die sind eigentlich immer benannt 74, dann irgendein Kürzel, was halt für die Technologie steht und dann die Nummer von dem Bauteil. Genau. Da gibt es zum Beispiel CMOS oder es gibt Low Power Schottky. Genau. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob es die auch in TTL gibt. Weiß also, ich grad nicht. Auch Spannungsbereiche gibt es unterschiedliche. Wir arbeiten hier grundsätzlich mit 5 Volt. Genau, und diese 74er Logikfamilie, die bietet teilweise eben mehrere Gatter auf einem IC an. Also zum Beispiel dieser 74X08 hätte eben 4 Endgatter. Das bedeutet, das, was wir vor uns demonstriert haben, wie halt so ein Endgatter zusammengeschaltet aussieht, wäre halt dort 4-mal drauf, jeweils 2 Eingänge und ein Ausgang. Einmal Spannungsversorgung, einmal Ground und dann könnte man dann über diesen IC praktisch die Gatter direkt ansteuern. Das Ganze gibt es natürlich auch noch ein bisschen komplexer, also zum Beispiel bei dem 74X283, das wäre schon mal ein 4-Bit-Volladdierer. Also das Äquivalent zu dem Volladdierer, den wir vor uns gezeigt haben, nur eben nicht mit 2-Bit, sondern dann mit 4-Bit. Und jetzt hat man ja auch gesehen, wenn man die Gatter vor uns auf dem Bild mal zählt und jetzt vergleicht mit so 4 und Gatter, dann waren das definitiv mehr als 4 Gatter und das waren nur 2-Bit. Das bedeutet also, dieser IC hat definitiv deutlich mehr Gatter als der erste IC. Das geht auch noch komplexer, also es gibt auch mit dem 74X8832 eine komplette 32-Bit arithmetisch-logische Einheit. Ja. Genau. Aber solche ICs wurden dann an der Stelle nicht verwendet. Also es gibt bei dem Gigatron Addierer und es gibt Multiplexer, aber es gibt keine komplette ALU. Ja, also die Logik ist wirklich in Logikgattern nachgebildet, also es ist halt wichtig an der Stelle, dass man das System verstehen kann. Und wenn man viel Logik sozusagen in einen Chip verpackt, dann ist es schwierig, das, was ich wollte, zu verstehen, wie das läuft. Und deswegen fand ich das Projekt auch so ansprechend, weil das eben auf solche Sachen verzichtet. Jo. Okay, als nächstes müsste dann der Aufbau kommen. Genau. Ja, genau, das gibt es in verschiedenen Technologien, aber das haben wir ja schon erzählt. So, ja. Fängst du an, was zu erzählen? Ja, also das Gerät hat ein EEPROM hier an der Stelle. Es ist ein ganz normales Standard-EEPROM. Was war das, in 1040 oder sowas? In 1024. 1024, ja. So, ist ein EEPROM, was in der Baureihe, also für TTL bzw. CMOS verwendbar ist, seit den 70ern bekannt. Nichts irgendwie fancy. Man kann dort mehr oder weniger jedes Standard-EEPROM nehmen, was das Pin-Layout hat, oder man muss halt das Mainboard entsprechend umbauen. In dem EEPROM stehen letztendlich ist die VCPU und hier in dem Fall auch noch ein paar Programme. Aber das ist halt Teil der Harvard-Architektur. Ja. Genau, dann gibt es noch das SRAM-Modul. Das ist hier 32K. Genau, und im Gegensatz zu dem RAM, der heute häufig in Rechnern verbaut ist, ist das eben statischer RAM. Also in Rechnern ist sogenannter dynamischer RAM oder DRAM eingebaut. Der funktioniert generell so, dass eben Kondensatoren verwendet werden und über einen Zugangstransistor praktisch dann aufgeladen werden bzw. die Ladung ausgelesen wird. Das erfordert natürlich, dass der Kondensator in regelmäßigen Zeitabständen wieder aufgeladen wird. Das bedeutet, man muss halt mal lesen, was in dem Kondensator drin stand und muss dann den Wert wieder in den Kondensator reinschreiben, weil ansonsten verliert er über die Zeit die Ladung und ist halt irgendwann einfach leer. Bei dem SRAM ist das nicht notwendig, weil der SRAM wird praktisch aus solchen Logikbausteinen, wie wir vor uns gezeigt haben, zusammengebaut. Der erfordert natürlich dadurch auch ständig Spannungsversorgung. Also das ist nicht so wie DRAM, dass ich jetzt sagen kann, okay, ich schreibe die Werte rein und dann kann ich mal 64 Millisekunden warten und brauche auch dafür keinen Strom. Sondern der SRAM muss praktisch komplett die ganze Zeit mit Strom verbunden sein und zieht auch die ganze Zeit Strom dafür, dass die entsprechenden Daten eben gespeichert werden können. Und der Grund, SRAM zu nehmen, ist halt, dass man diesen ganzen Memory-Refresh sich sparen kann und dadurch die Schaltung einfacher wird. Jo, so. Genau, die Steuereinheit. Genau, das haben wir jetzt mal als Steuereinheit vereinfacht.
Also in dem Bereich ist praktisch die gesamte Steuerlogik implementiert. Da sieht man einmal, vielleicht hier auf den Slides noch besser als auf dem Bild, dass hier so Lötpads sind. Und auf diesen Lötpads sind praktisch Dioden verlötet. Und diese Dioden definieren dann, wie bestimmte Anweisungen in binär kodiert werden müssen. Und wenn dann praktisch eine Anweisung aus dem EEPROM geladen wird, dann entscheidet dieses Diodennetzwerk eben, welche Komponente damit angesteuert wird und mit welchen Parametern. Also das ist im Endeffekt so einmal die gesamte Steuerlogik von dem Gerät. So, Schnittbild. Program Counter. Hier. Genau, das funktioniert praktisch so. In dem EEPROM stehen ja nacheinander die Anweisungen und die Operationen mit Parametern drin. Und irgendwoher muss der Rechner ja wissen, welche Instruktion die nächste Instruktion ist, die er laden muss. Und dafür gibt es eben den Program Counter. Und normalerweise funktioniert es eben so, die Instruktion an der Stelle, die gerade in dem Program Counter steht, wird geladen. Dann wird der Program Counter um 1 inkrementiert, also erhöht. Und im nächsten Schritt wird dann wieder die Instruktion, auf die der Program Counter zeigt, geladen. Und Sprünge können dann einfach durch Anpassen von dem Program Counter implementiert werden. Also wenn man jetzt in dem Programmfluss zum Beispiel eine If-Anweisung hat und entweder man führt halt den nächsten Befehl aus oder wenn die Bedingung nicht gegeben ist, den übernächsten, dann kann das eben durch Anpassen von dem Program Counter passieren. Jo. Gut, der Taktgenerator, da muss man nicht wirklich viel sagen. Der ist hier oben, ist einfach ein Quarz. Standard-Schaltung für einen Quarzoszillator, 6,25 MHz waren das, glaube ich, genau. Also nichts irgendwie fancy, aber es ist erstaunlich, wie der mit der doch relativ niedrigen Taktfrequenz Rechenleistung bringt. Na gut, wobei 6,25 MHz nicht unbedingt eine Standardfrequenz ist. Also die Quarze gibt es, aber es war relativ schwierig einzufinden. Ja. Warum man genau diese Frequenz braucht, das greift jetzt schon ein bisschen vor auf die Bilderzeugung. Das Gerät muss synchron zu dem Monitor laufen, um das VGA-Signal zu erzeugen. Nimmt man eine andere Taktfrequenz, passt das Bild sozusagen nicht mehr auf den Monitor, beziehungsweise kann vom Monitor nicht mehr angezeigt werden. Wenn man jetzt zum Beispiel einen seriellen Ausgang gebaut hätte, dann wäre das nicht so kritisch. Dann müsste man nur die Geschwindigkeit der seriellen Schnittstelle entsprechend anpassen. Hier war es aber nötig, so eine doch recht schräge Frequenz zu nehmen, um ein sauberes VGA-Signal rauszubekommen. Jo. Genau, als nächstes haben wir noch die Spannungsversorgung. Da gibt es eigentlich auch nicht so viel zu erzählen. Das ist total simpel. Da gibt es halt einmal über Mini-USB einen Spannungseingang, da kommen halt 5 Volt rein. Dann gibt es eine 10er-Diode, die bei Überspannung eben durch die Eingangsspannung einfach kurz schließt. Es gibt eine selbst zurückstellende Sicherung, die bei Überstrom greift. Ein Elektrolytkondensator, der das ganze Eingangssignal nochmal klettet. Und dann hier drüben in der Mitte von dem Bild halt nochmal eine Leuchtdiode, die halt anzeigt, ob gerade Spannung anliegt oder nicht. Und noch einen IC, der eben einfach so lange die Spannung unter einem gewissen Schwellwert liegt, der ein Reset-Signal sendet, was einfach dazu führt, dass die Chips eben sauber starten. Weil wenn das eben nicht gegeben wäre und die Chips würden zum Beispiel bei 1,2 Volt schon anlaufen, dann wäre das irgendwie eine nicht so genau definierte Spannung. Die würden alle außerhalb der Spezifikation betrieben werden und dieser Schaltkreis verhindert. Wahrscheinlich würde es sogar so laufen, dass einige hochlaufen, andere wieder nicht. Und das Ding würde nie in einem sauberen Zustand hochkommen. Deswegen ist dieser kleine IC, das ist ein kleines dreibeiniges Ding, was aussieht wie ein Transistor, der im Prinzip sagt, jetzt passt die Spannung und jetzt lasse ich die Kiste loslaufen. So, Instruction Pipeline. Genau, dieser gesamte Gigatron verwendet den Pipelining-Ansatz für die Instruktionen und entsprechend gibt es eben zwei Register, die eben die Instruktionen und die zugehörigen Daten nochmal zwischenspeichern. Das bedeutet praktisch, in einem Takt wird die Instruktion aus dem EEPROM geholt und in die Register geschrieben und im nächsten Takt wird dann die Instruktion aus den Registern geholt und ausgeführt.
Und dieser gesamte Pipelining-Ansatz verfolgt eben das Ziel, dass ansonsten immer Teile der CPU bzw. des Rechners stehen würden. Die hätten praktisch nichts zu tun. Und mit dem Pipelining werden die Instruktionen in kleinere Teilinstruktionen zerlegt und die können dann nacheinander teilweise parallel ausgeführt werden. Also beispielsweise kann eben hier durch diesen Ansatz parallel eine Instruktion ausgeführt und die neue Instruktion geladen werden. Und dadurch kann man theoretisch eben dann die Taktfrequenz erhöhen, auf der die CPU läuft. Jo. So, die Register, genau. Hier. Und da, also hier in dem Fall ist das Board auch bedruckt, einfach damit es schöner aussieht und man auch nachvollziehen kann, was wo ist. Muss man natürlich nicht machen. Genau, sind halt X- und Y-Register als Multipurpose-Register, also da kann man eben einfach Werte zwischenspeichern und dann wieder rauslesen. Das X-Register ist als Counter gebaut, das hängt dann wieder mit der Bildausgabe zusammen, dass der eben nacheinander schnell über die Adressen iterieren kann. Und der Akkumulator ist praktisch nochmal das Register der arithmetisch-logischen Einheit. Man muss hier vielleicht noch dazu sagen, das Rechenwerk ist für die Erstellung des VGA-Signals zuständig. Also da gibt es kein extra Chip oder Controller oder irgendwas, was VGA-Signal oder auch Audio macht. Das macht die CPU sozusagen. Also falls man hier von der CPU reden will, also ich denke, Rechenwerk passt besser. So, da muss halt hier und die. Genau, die Idee ist praktisch, dass die Zugriffe auf den Bus auch gepuffert werden können. Und das sind eben entsprechend dann die Register, in die das gepuffert wird. Dieser gesamte Gigatron hat einen 8-Bit-Bus, an den sind eben die Komponenten alle angeschlossen. Und diese Puffer, die dienen eben dazu, dass zum Beispiel zuerst aus dem Bus in den Puffer gelesen werden kann und dann eben im nächsten Zyklus dann aus dem Puffer ausgewertet werden kann. Oder eben auch andersrum erst in den Puffer geschrieben werden und dann im nächsten Zyklus von dem Puffer auf den Bus gesendet. Jo. So. Ja, die Alu. Also das ist. Okay, genau, also das ist die arithmetisch-logische Einheit. Die besteht aus mehreren Multiplexern und zwei Addierern. Und interessanterweise sind dadurch eben wirklich diese gesamten Operationen, die der Gigatron kann, also praktisch alle 8 Stück, die dann in dem arithmetisch-logischen Teil abgebildet sind, ja, also ich hab, implementiert. Ja, ich habe diese Schaltung gefunden in einem wissenschaftlichen Beitrag von, ich glaube, 1982. Da hat einer in einem Journal diese Schaltung veröffentlicht, die ist dann so in der Bastelszene dann immer mal unter dem Tisch rumgereicht worden. Also sollte man sich im Schaltplan unbedingt mal anschauen und nachvollziehen, wie das geht. Ist ziemlich genial gemacht. Das würde den Rahmen jetzt hier sprengen, das im Einzelnen zu erklären. Es ist aber möglich, die Funktion dieser ALU wirklich zu verstehen. Eigentlich kann man hier wirklich jede einzelne Funktion verstehen. Man kann dann auch mit dem Logic-Analyzer oder sogar mit dem OSCE rangehen, um wirklich nachzuvollziehen, was das Ding gerade tut. Und das fand ich, dieser Teil hier, das war für mich der eigentlich faszinierende Teil an dem ganzen Gerät. Jo, Speicher. Okay. Genau, da gibt es dann noch zwei ICs zur Speicheradressierung. Das hängt damit zusammen, dass der Gigatron mehrere Adressierungsmodi kann. Also beispielsweise kann man angeben, okay, die Speicheradressierung kommt jetzt aus dem X-Register oder die Speicheradressierung kommt jetzt aus dem Y-Register. Und die Komponenten sind eigentlich bloß Multiplexer, die dann entsprechend die Speicheradresse auf die entsprechenden Pins durchgeben. Jo. Jo, das ist dann hier oben. Ja, also da ist eben einfach nur ein D-Sub-9-Pin-Header drauf gelötet und noch ein IC und darüber erfolgt die Eingabe. Jo. Das genau, der Ausgabeteil ist ein kleines bisschen komplexer.
Also es gibt aber einmal... Eigentlich ist er das auch nicht wirklich. Naja, aber es gibt mehrere Komponenten. Also wir haben hier jetzt halt das Problem, wir verlassen sozusagen die digitale Welt und müssen so quasi analog Dinge produzieren, mit denen die Menschheit klarkommt. Weil wir sind ja nicht digital. Generell gibt es mehrere Ausgaben. Einmal gibt es hier oben diese vier LEDs, die angesteuert werden können. Dann gibt es hier in dem Bereich die Klinkenausgabe für Audio. Und dann hier in dem rechten Bereich die Videoausgabe über VGA. Ja, das ist eigentlich, also die Audioausgabe ist eigentlich ein ganz normaler Digital-Analog-Konverter. Also das ist ein Widerstandsnetzwerk, was dann entsprechend angesteuert wird und über die Spannungsteile, die dabei entstehen, kommt dann halt ein quasi analoges Signal daraus. Da kümmert sich aber wirklich das Rechenwerk drum. Also das ist keine extra Soundkarte oder ähnliches. Das macht die sozusagen nebenbei. Ja, und ähnliches ist auch mit der VGA-Ausgabe. Also das VGA-Signal sind ja rot, grün und blau und die Synchronsignale. Und hier sind wir wieder, warum das Ding so einen schrägen Quarz hat. Damit die Synchronsignale und die Zeilen zu der Monitorfrequenz passen, muss das halt diese Frequenz sein. Und auch hier werden die 64 Farben, kann das Gerät, über diese Widerstände, die man dort sieht, im Prinzip erzeugt für jede Farbe einzeln, dass dann eben 64 Farbstufen insgesamt durch Mischen rauskommen. Jo, Ausgabe ganz normal über VGA. Also jeder Standard-VGA-Monitor kann das Ding anzeigen. Durch? Ja. Software noch. Ja, genau. Nee, ich meine jetzt mit dem. Ja, Software. Also es gibt eine Handvoll Standard-Spiele, die auf dem Ding mal programmiert wurden. Da gibt es auch, also das ROM, was da jetzt drauf läuft für die Harvard-Architektur, ist inzwischen auch Open Source. Das kann man sich runterladen, kann da auch drin rumschreiben, kann eigene Dinge machen. Die Spiele hier, wie gesagt, Klassiker. Es gibt ein Bildbetrachtungsprogramm. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass das Ding so in der Leistungsklasse von Rechnern Anfang der 80er spielt, ist der dadurch, dass die 64 Farben kann, bei der relativ hohen Auslösung, sehen die Bilder erstaunlich gut aus. Also das hat mich... Im Verhältnis zu den anderen Rechnern. Genau. Also wenn man mal in ZX81 oder sowas gesehen hat, was der für eine Grafikausgabe hat, ist das wirklich überraschend. Ja, gut. Der Klassiker, Mandelbrot Fraktal und der ROS Monitor, der läuft natürlich auch. Was übrigens sehr praktisch ist, damit habe ich viel gelernt, wo ich mit dem Ding rumgespielt habe, was da gerade los ist, was da passiert. Du solltest vielleicht noch kurz erklären, was das ist. Ach ja, also der Rosmon ist im Prinzip ein Monitor, mit dem ich in den Speicher reingucken kann. Und zwar von der VCPU ist das. Das ist nicht der, also ich kann nicht reinschauen, was in der Harvard-Architektur läuft. Aber das weiß ich ja, weil das ROM kann ich ja auch rauslesen. Soweit ich weiß, kann der auch schreiben oder müsste auch schreiben. Ja, der kann auch schreiben, du hast so richtig, ja genau. So, ja genau, und das Wichtigste, man kann auch selber Programme schreiben. Es gibt inzwischen auch ein Projekt, habe ich gelesen, die leistungsfähigere Basic-Dialekte in das Ding bringt. Habe ich aber selber noch nicht getestet. Hast du mal angeschaut? Nee, okay. Ja, das Ding ist witzig. Und zwar, wir hatten ja schon eingangs erwähnt, dass es da eine serielle Verbindung gibt. Also das ist kein RS-232 oder so. Das ist wirklich was Eigenes. Und damit man dort PS2 mitsprechen kann, ist da ein Atmel drin. Hier ist jetzt ein Atiny drin. Man kann aber auch das mit dem Arduino machen oder einen anderen Atmel nehmen. Es ist möglich, den Speicher des Arduino zu benutzen als Massenspeicher für das Gerät, wenn man das so nennen will. Also bei denen sind es jetzt hier irgendwas 320 Byte oder so waren das, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel. Ich glaube irgendwas um die 300. Genau. Aber man kann natürlich auch einen größeren nehmen und hat dann ein paar Kilobyte, wo man was abspeichern kann. Theoretisch könnte man sich auch irgendwie, wenn man einen größeren Atmel hat,
auch in Anschluss an eine SD-Karte oder so bauen. Aber grundsätzlich kann man die serielle Schnittstelle dazu benutzen, um Software, die man geschrieben hat, von dem Ding runterzubringen oder auch raufzubringen. Ja, dann zeigen wir mal, was das kann, oder? Genau, schalten wir es mal an. Das läuft mit 5 Volt. Ganz normales USB-Netzteil. Er hat ungefähr, also nicht ganz 100 mA Stromaufnahme. Hängt natürlich auch davon ab, wie viele Lampen gerade blinken. Es gibt noch ein was vielleicht spannend ist zur Funktionsweise. Das Rechenwerk kümmert sich ja darum, dass die Bildschirmdarstellung gemacht wird für den Aufbau des Bildes selber. Und wenn man genau hinschaut, sieht man hier schwarze Striche drin. Hintergrund des Ganzen ist, dass die CPU beschäftigt, also nicht CPU, also das Rechenwerk, es ist ja ohne CPU, ist damit beschäftigt, das Bild aufzubauen und kann in der Zeit nichts berechnen. Das kann das nur während des Zeilensprungs, also wenn das zurückspringt und in der Austastlücke. Also oben und unten gibt es eine Austastlücke. Früher ist da mal ein Elektronenstrahl hin und her, ist natürlich hier nicht mehr der Fall. Und ich kann dem Gerät sagen, zeichne alle Zeilen. Da hat er natürlich am wenigsten Zeit. Also er kann nur an der Software rechnen, solange er nichts anzeigen muss. Und ich kann jetzt sagen, zeige mir alles an. Ich kann aber auch sagen, lass eine Zeile aus oder jede fünfte ist das jetzt, glaube ich. Jetzt ist jede zweite und so ist nur eine von 3 Zeilen wird angezeigt. So ist das System ziemlich schnell und so ist er ziemlich langsam. Das können wir auch mit dem Eraser mal demonstrieren. Genau. Wir machen einfach mal ein Programm auf. Eraser, das ist halt ein klassisches Rennspiel. Man sieht das jetzt hier. Ich nehme dem einfach mal ein paar Zeilen weg. So. So. Und schon läuft das deutlich flüssiger. Weil jetzt, na gut, jetzt bin ich aus der Straße gefahren. Aber das ist deutlich, weiß gar nicht, wie beschleunigt der? Mit A. Mit A, okay. Aber das Problem ist bei der aktuellen Implementierung, dass der praktisch die eine Taste verliert, sobald eine andere Taste gedrückt wird. Das bedeutet gleichzeitig Beschleunigen und Lenken funktioniert nicht. So. Ja. Genau, das ist jetzt, denke ich, relativ deutlich gewesen. Ist klar, was das war. Das war ein Reset. Also sehr schön sieht man das auch bei der Mandelbrotberechnung. Wie lange das dauert. Also der hat jetzt hier oben angefangen zu berechnen. Wenn ich jetzt Zeilen wegnehme, hat er plötzlich sehr, sehr viel mehr Zeit zu rechnen und entsprechend schneller geht das. Und das Ding ist aber, er behält die Pixel trotzdem im Speicher. Das heißt, wenn ich kann ihn schnell rechnen lassen und dann mir das Ergebnis in voller Schönheit anzeigen. Okay, ich glaube aber nicht, dass wir jetzt das komplette Apfelmenschen rechnen lassen wollen. Das Wie schnell ist der jetzt? Ich schätze mal, jetzt würde es so 3-4 Minuten brauchen fürs Ganze. Nee, das wollen wir jetzt nicht. Ja. Also wenn ich so mache, habe ich schon ausprobiert, brauche ungefähr eine Stunde. So. Ja. So, wir hatten vor uns die Bilder. Also das ist so, also das ist ein wer meine alte CT von 80ern oder frühen 90ern in Finger hatte, dieses Bild war so der Standard, um die Grafikleistung zu zeigen. Und das ist für einen Rechner von der Größe schon wirklich umwerfend. Also ich war wirklich absolut überrascht, wo ich das gesehen habe. Ja.
Loader. Das sind jetzt weitere Spiele, so die üblichen Sachen, was ich jetzt hier halt noch spannend finde. Also man kann hier tatsächlich Basic, die üblichen Sachen. Ich habe hier eine deutsche Tastatur. Der ist auf deutsche Tastatur bei dem anderen eingestellt, aber ich habe vergessen, dass im Basic das nicht der Fall ist. Wo waren da die Gänsefüßchen? Hier. So. Ja. Und hier kann man dann auch sehen, dass die Geschwindigkeit sich wieder merklich ändert, je nachdem, wie viele Zeilen man anzeigen lässt. Jo, was gibt's noch irgendwie zu zeigen? Vielleicht den Boss-Monitor noch mal kurz. Was würdest du da jetzt so zeigen wollen? Ja, man kann ihn. Einfach mal irgendeine Speicherstelle laden. Ja, also. Der Bossmon ist übrigens mit dem Apple I ausgeliefert worden. Wie war das? Wie waren die Shortcuts? Shortcuts weiß ich nicht, aber einfach nur die Adresse eingeben, gibt ja den Wert aus. Es gab noch ein paar andere Sachen, die du da machen konntest. Aber das ist, wann habe ich das letzte Mal den Bossmon wirklich rumgespielt? Also, die gibt es. Gut, da steht jetzt gerade nichts im RAM. Aber ja, man kann dann zum Debuggen und so da noch. Also der Bossmon kann noch mehr. Ist ein relativ kleines Programm. Ich glaube 400 Byte oder sowas Größe. Aber mit dem kann man dann auch wirklich mal in den RAM reingucken. Es gab noch Sachen, dass man also reinschreiben konnte. Und es gab, glaube ich, auch noch eine Möglichkeit, dass der einen irgendwie die zugehörigen Buchstaben oder sowas anzeigt, was da dort steht, also sozusagen dekodieren. Aber das weiß ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf, wie das genau war. Also Bossmon ist so ein Klassiker, den findet man im Netz für alle möglichen Geräte. Wer wirklich sich in die Tiefe was debuggen will, der nimmt, glaube ich, was anderes. Also ich nehme auch anderes, aber so um mal schnell was zu schauen, ist das schon okay. Jo. Mir fällt jetzt hier nichts mehr ein. Ich kann noch mal. Hier einfach mal laufen lassen. Also hier, das frisst so wenig Leistung, dass man das auch mit voller Zellenzahl, also das macht dann keinen Unterschied. Kann man laufen lassen. Ja, hier hat man dann Soundausgabe mit. Also der Sound klingt auch gar nicht so schlecht, finde ich, dafür, dass das so eine einfache Sache ist. Jo, die Blinkenlights, das kann man auch programmieren, wenn jemand drauf steht. Aber so insgesamt ist das ein sehr schönes System, um zu verstehen, wie man aus einfacher Logik einen Computer bauen kann und dann wirklich eigentlich in beliebiger Tiefe, fraktal sozusagen, kann man da reingehen, um sich anzugucken, was da abläuft. So, gut. Ich glaube, wir sind durch. Ja. So, wir bedanken uns. Na dann, vielen Dank für den Vortrag und jetzt haben wir hier die Speaker noch, um Fragen zu beantworten und da fangen wir gleich an mit einer Frage von Crest aus dem IRC. In welchem Stand ist das Native Force für das System? Okay, dann haben wir noch eine Frage von Christ aus dem IRC. Wie ähnlich ist die VCPU im Vergleich zu Sweet 16?
Wir arbeiten dran, dass der Speaker für euch im Stream zu hören ist. Martin, weißt du vielleicht was? Okay, also es gab als erstes die Frage nach Native Force und die konnten wir nicht aus dem Stegreif beantworten. Und jetzt war die nächste Frage, wie ähnlich ist die vCPU im Vergleich zu Sweet 16? Ja, also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht sehr viel über Sweet 16. Ich habe mir die hier angeschaut und kann also da das nicht wirklich beantworten. Martin, du vielleicht? Ich kenne Sweet 16 nicht, von daher ist das Vergleichen jetzt nicht so wirklich möglich. Also ich muss dazu auch sagen, dass mich hier hauptsächlich die Hardware interessiert hat und weniger so die Software-Seite. Aber ja, man musste sich natürlich auch ein bisschen mit der Software befassen. Okay, dann vielen Dank. Dann gab es im Wesentlichen noch den Wunsch, die Slides zu erhalten. Aber da wurde schon gesagt, dass die ja üblicherweise dann verlinkt werden im Fahrplan. Ich gehe davon aus, dass das der Fall sein wird. Oder habt ihr da was dagegen? Nö. Nee. Gut, gut. Achso, Sweet 16 war offensichtlich die vCPU von Apple Basic. Ah, okay. Das, genau. Also das waren im Wesentlichen die Fragen im Chat. Ansonsten wurde sich vielfach für einen sehr schönen Vortrag bedankt. Das würde ich dann weitergeben. Und genau, dann, wenn ihr den Vortrag gut fandet, werdet ihr möglicherweise auch den nächsten Vortrag gut finden, könnte ich mir vorstellen. Denn um 17 Uhr geht es dann hier weiter mit dem nächsten Vortrag Retro Computing, auch mit Little Alex. Und genau. Dem Martin und dem Markus. Alles klar. Noch viel mehr Leuten werde ich dann genauer sagen. Bis nachher. Viel Spaß auf dem RC3 bis dahin. Tschüss. Tschüss.